Hallo meine Freunde, jetzt sind wir hier irgendwo in Nico im Wald. Und eigentlich wollten wir den Mount Nantai hochlaufen, aber jetzt doch nicht, weil hier doch nicht der Weg ist. Und jetzt ist es schon zu spät zum anderen Startpunkt zu fahren, deswegen haben wir uns entschieden einfach hier rumzulaufen. Und jetzt laufen wir hier so durch die Gegend, über so Steine und Richtung Wasserfälle, ne? Und hoffentlich sind die auch ganz schön. Aber ansonsten sieht es hier sehr schön, so ein bisschen gruselig aus, aber das hat ja auch Flair, finde ich. Und gerade ist hier so ein bisschen steinig, aber das kriegt man schon gebacken, wenn man sich genügend konzentriert. Dann zeige ich euch gleich mal den Wasserfall dann, oder was auch immer wir am Ende dieses Weges finden werden. Also bis gleich. Ja, jetzt sind wir hier am Wasserfall. Larik, die alte Kletterziege. Oh, man sieht nichts. So feucht hier. Larik, die alte Bergziege, klettert da jetzt hoch. Julia baut Steintürme. Hallo meine Freunde! Jetzt sind wir ja hier noch ein bisschen rumgelatscht. In Japan. In Japan, immer noch. Und immer noch im Wald, aber jetzt haben wir uns hier so ein bisschen abseits der klassischen Touristenwege geschlagen, wo auch nur sonst wir unterwegs waren. Und laufen jetzt so ein altes Flussbett hoch. Und hoffen, dass wir da oben dann wieder auf den normalen Pfad kommen. Und wenn nicht, müssen wir zurücklaufen einfach. Und uns ganz eng aneinander kuscheln und die Nacht verbringen. Wir haben ja zum Glück genügend Vorräte. Ja, aber es ist jetzt auch schon echt spät, es ist schon fast 5 Uhr nachmittags. Wird jetzt ein bisschen eng, aber das kriegen wir schon hin. Na gut, aber ich weiß, es ist kurz vor 12, wir haben noch jede Menge Zeit. Deine Mama ist. Nicht erschreckt mich doch nicht so. Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob man das so gut sieht auf der Kamera, aber es ist echt cozy hier so. Ja. Und jetzt laufen wir mal weiter. Ja. Und schauen wir mal, was wir noch so entdecken, ne? Aber nicht in die Kamera gucken. Ha? Nicht in die Kamera gucken. Okay. Die ist nicht da. Der hat Angst vor grauen Haaren, die der Morgen im Spiegel sieht. Sie zeigen uns vom Älterwerden. Wir lassen die Angst geschehen. Ich hoffe, es hat euch gerade gefallen, diese kleine Wanderung durch den Wald auf der Straße. Und jetzt sind wir hier noch bei diesem Haupttempel, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir da mal rein, oder? Würde ich sagen.
meine Freunde der Sonne. So, jetzt sind wir hier drin. Nee, jetzt laufen wir hier hoch. Weil der war schon imposant am Anfang, aber wir wollten eigentlich den Berg hochgehen. Dann haben wir es leider nicht richtig genießen können, aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Außerdem waren hier richtig viele nervige kleine Schulkinder. Das stimmt auch wieder. Die sind jetzt alle weg, weil die müssen bald ins Bett. Ist ja jetzt auch schon halb drei. Die müssen nach Hause und Hausaufgaben machen. Bis Mitternacht. Ah ja, das Tor ist echt riesig. Ich glaube, man erkennt es nämlich richtig. Ich stelle mich mal als Referenz dahin. Oh, wie klein der Larik wird. Oh. Seht ihr überhaupt Larik noch? Da ist er. So mini. Ja. Und. Guck mal, ist das vielleicht doch kostenlos jetzt? Nee. Ja, oder? Nee, der checkt da die Tickets. Wer? Da oben. Der Ticketschecker. Ah, der Ticketschecker. Aber man kann da hochlaufen wahrscheinlich, oder? Und mal so einen Blick reinwerfen. Ja, das kann man machen. Ah ja, und hier ist so eine Five Stories Pagoda. Und mehr Schulklassen. Und noch eine der letzten Schulklassen hier. Ja. Da ist hier dieses, wie heißt das Gate? Tori-Gate haben wir gelernt, ne? Ja, also die Art von Tori oder Tori? Tori. Tori. Doppel-I. T-O-R-I. Ja, und das ganze Set hier, ne? Schauen wir da jetzt mal hoch. Schauen wir mal, ob wir da. Die Schuhkinder gezeigt mit dem Hütchen? Ja, hab ich schon. Hab ich schon drüber geschwenkt. Oh, Larry, Profi-Fotograf. Ah, die Füße unten, die Füße. Die Füße? Geh mal ein bisschen mehr noch. Mit mehr Füße? Mit mehr Füße. Ja, okay. Ja, so ist gut. So ist besser. Okay. Aber Füße, Füße, Larry, Füße. Füße. Ja, so ist gut. Yeah, maybe you can switch your pose. Play with the camera. Play with the camera, ja. Yeah. Okay. Ja. Hoffentlich kommen wir da jetzt rein. Have safe travel. Okay, dann können wir mal hoch. So, die hat eine ähnliche Pose gemacht. Ah, da geht's nicht rein. Ja, das ist jetzt wohl aber nichts, ne? Ja, wir können hoch und rein schauen. Aber ich hit beyond this point. Scheiße. Scheiße. Die werden uns aus Japan werfen. Also. Visa ist schon gekündigt dann. Naja. Ja, hallo meine Freunde. Jetzt sind wir hier fertig mit allem drum und dran. War noch Essen und jetzt zeige ich euch mal unser Airbnb. Also wir wohnen hier in einem traditionellen japanischen Apartmentblock. Und zwar ist hier unten der Eingang. Genau, hier unten ging's rein. Da ist es noch. So sieht es hier drumherum aus, richtig schön. Und dann zeige ich euch jetzt mal unser kleines, schniekes Apartment. Das haben wir jetzt 103 Euro gezahlt für 2 Nächte. Ist okay, ist, wenn man reinkommt, hier ist so eine Waschmaschine, da haben wir auch mittags mit gewaschen. Gestern, das trocknet. Dann hier geht's rein, ups, Schlüssel. Wobei, das ist so sicher ist in Japan. Dann wie überall in Japan muss man seine Schuhe ausziehen, genauso wie in Korea. Schuhe aus. Da haben wir so eine kleine Küche, ist ganz süß, ne? Und dann hier drüben ist das Klo. Was immer witzig ist bei den japanischen Klos, wenn man aufs Klo geht, dann kann man spülen, dann kann man ein Glas Wasser und da kann man sich die Hände waschen. Das ist schon praktisch, oder? Weil dann fährt man ein bisschen Wasser mit. Und ja, Küche haben wir nicht benutzt, aber Kühlschrank gibt's. Natürlich. Ein bisschen Bier und was anderes. Dann haben wir hier so eine Dusche. So klassisch japanisch, so zum Reinsetzen für die kleinen Japaner und zum normalen Duschen für hier. Und dann ist hier unser Wohnzimmer mit dem Larik. Und da liegt Lariks Zeug, da liegt mein Zeug und haben so einen Fernseher. Und da liegt die Julia. Und das ist mein Bett. Und ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht so zu sehen. Das ist halt japanisch ist, es ist alles sehr, sehr klein, also man muss sich aufpassen, dass man den Kopf nicht anstößt. Also, das ist gerade, bei mir geht gerade so gut.
Was gibt's sonst noch so zu zeigen? Ah ja, eigentlich schläft man auf dem Boden, was bei unserem ersten Airbnb so war, aber hier nicht. Aber vom Prinzip hat man hier so ein Futon oder sowas mit so einer Decke drauf und dann so ein Kissen und eine Decke. Also ja, hier hat man Betten und halt die Schlafcouch. Und ja, wir haben noch einen Balkon, aber den können wir nicht benutzen, weil wir nur einen Stuhl haben. Aber ja, vom Prinzip haben wir noch einen Balkon. Und da unten sind, glaube ich, noch mehr Airbnb-Gäste. Ich glaube, das ist alles hier ein Dings. Ein Ferien-Apartment-Block mit ganz vielen Ferienwohnungen. Ja, auf jeden Fall war's das mit der Roomtour. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir ja schreiben. Dann kann ich die beantworten. Und ich werde euch auch den Link schicken, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr auch mal hier schlafen, wenn ihr nichts zu tun habt und in Nico seid. Nicht mal Nico, Outskirts von Nico. Also bis dann und bis morgen.